Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drackensang. Das Auge der Göttin. Ja, wir müssen uns jetzt um viele, viele Sachen kümmern und das war wieder die falsche Taste. L ist das Journal. Ja, Rakorium aufsuchen, der ist aber noch nicht im Archiv. Deswegen müssen wir uns um das Rauschkraut und den Keksdieb kümmern. Ah, und ein mysteriöser Fund. Keine Ahnung, wo die restlichen Sachen sind. Ach ja, und ich wollte. Oh. Nach Murmeln gucken, wo ich Murmeln herkriege. Und das habe ich nicht gemacht. Na gut, ich kann es noch in Fuhrmannsheim probieren drüben. Weil hier habe ich alle Händler abgeklappert. So, voilà. Hallo, nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich Ich sein? komme gerade von der Wogtin und wollte mal nachfragen, ob ihr etwas über den Rauschkrautschmuggel herausgefunden habt. Bisher leider noch nicht. Es ist wie verhext. Seit wir davon wissen, habe ich die Nachtwachen verstärkt, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Dazu kommt, dass zwei meiner Gardisten sich von ihrer letzten Nachtwache im Ugdanhafen nicht zurückgemeldet haben. Wir haben alles abgesucht, konnten aber keine Spur von ihnen entdecken. Es ist, als ob sie vom Erdboden verschluckt worden wären. Ich befürchte fast, dass ihnen etwas zugestoßen ist. Ich weiß nicht, was wir noch tun sollen. Möchtet ihr nicht vielleicht die nächste Nachtwache übernehmen? Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Aber ja, warum auch nicht? Irgendetwas muss doch herauszufinden Ich sein. bin euch zutiefst im Dank verpflichtet. Das mit dem Rauschkrautschmuggel ist schon schlimm genug, aber meine Gardisten. Wie auch immer, meldet euch bitte bei Gardist Rübinger, wenn ihr die Nachtwache antreten wollt. Das werde ich tun. Ich werde sehen, ob ich auch etwas über den Verbleib eurer Gardisten in Erfahrung bringen kann. Lebt Lebt wohl. wohl. Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg. Ja, hoffe ich auch. So. Rauschkraut und Boronswein. Ich habe mit Bader Dorkenschmied über den Rauschkrautschmuggel gesprochen. Und nächtliche Untersuchung am Hafen. Um den Rauschkrautschmuggel auf die Spur zu kommen, hat Bader Dorkenschmied verstärkt nächtliche Patrouillen im Ugdanhafen eingesetzt. Leider konnten diese bisher nichts herausfinden. Ich habe versprochen, mich der Sache anzunehmen. Sprich mit Gardist Rüminger. Wenn ich bereits zur Nachtwache bin, soll ich mit Gardist Rüminger sprechen. Verschwunden. Bader Dorkenschmied sorgt sich um zwei Gardisten, die nicht von ihrer nächtlichen Wache im Ugdanhafen zurückgekehrt sind. Ich würde versuchen, etwas über ihren Verbleib herauszufinden. Ja, gut. Rüminger lassen wir mal erstmal kurz. Ich will nämlich erst den Keksdieb abschließen und mal kurz nach Fuhrmannsheim. Der Keksdieb hatte mich hier rüber geführt nach in den Hafen. Dann gehen wir auch mal in den Hafen. Ja, da liegt der nächste Keks. Vielleicht haben wir Glück und das führt uns direkt nach Fuhrmannsheim rein. Weil außer Fuhrmannsheim habe ich ja echt alle Händler abgeklappert. Auf der Suche nach Murmeln. Ah, der Keks liegt direkt neben Wasser. Das ist schon mal sehr lecker. Oh nö, das führt direkt ins flinke Frettchen. Der Keksdieb. Ja, die Kiespur hat mich zum flinken Frettchen im Ugdanhafen geführt. Ich habe die Kiespur bis zur Taverne Flinkes Frettchen im Ugdanhafen verfolgt. Bestimmt ist der Dieb eingekehrt, um seine Beute beim Herrn Ferdakur zu verzehren. Ich sollte ihn jetzt stellen. Kekse.
Treffe ich da dringend das Krümelmonster? Damien Wells, okay. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Allerdings, ihr könnt mir die Kekse zurückgeben, die ihr Anglinde Rübfold gestohlen habt. Kekse? Ich verstehe nicht. Tut nicht so scheinheilig. Euer Beutel hat ein Loch und die Keksspur hat mich direkt hierher zu euch geführt. Aber ich... Ihr müsst... Ihr solltet euch übrigens schämen. Ihr seht nicht danach aus, als ob euch... Als ob ihr euch keine Kekse leisten könntet. Gebt mir einfach die Kekse und lasst demnächst eure Finger von anderen Leuten Kekse. Bitte lasst mich euch die Sache erklären. Na gut, ich bin gespannt. Welches Ammenmärchen ihr mir auftischen wollt? Wisst ihr, es ist sonst gar nicht meine Art, Kekse zu stehlen. Ich kam gerade von Meister Flugschorsch und befand mich auf dem Heimweg, als plötzlich dieses kleine Männchen aus dem Nichts erschien. Sehr nett, ein kleines Männchen. Aber erzählt weiter, es scheint eine nette Lügengeschichte zu sein. Es ist alles wahr. Das Männchen schaute mir tief in die Augen, murmelte etwas und plötzlich musste ich diese Kekse unbedingt haben. Also habe ich sie schnell in meinen Beutel gestopft und habe mich aus dem Staub gemacht. Und was war mit dem kleinen Männchen? Ich weiß auch nicht. Das war plötzlich verschwunden. Eine nette Geschichte, die ihr mir erzählt habt. Wenn sie der Wahrheit entspricht, könnte es sein, dass ein Kobold seinen Schabernack mit euch treibt. Ein Kobold? Meint ihr wirklich? Aber warum? Einfach so. Kobolde lieben solche Scherze. Ich könnte euch da ein Erlebnis, das ich kürzlich in Talon hatte, berichten. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Bitte, ihr müsst mir helfen und diesen Kobold davon abhalten, weiterhin seine Späße mit mir zu treiben. Das ist leichter gesagt als getan. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Kobold finden soll. Außerdem könnte auch Anglinde Rübfold das Opfer gewesen sein. Ich flehe euch an. Ihr müsst dem Treiben dieses Kobolds unbedingt ein Ende setzen. Jetzt macht euch keine unnötigen Sorgen. Wartet erst einmal ab, ob der Kobold wieder auftaucht. Bestimmt hat er inzwischen ein anderes Opfer für seine Streiche gefunden. Und jetzt gebt mir bitte den Beutel. Hier habt ihr ihn. Und was ist, wenn der Kobold auch weiterhin seine Streiche spielt? Ein Beutel mit Kekse. Dann sucht mich in meinem Anwesen auf. Wir finden es direkt gegenüber vom Prios-Tempel. Wenn ich nicht da sein sollte, hinterlasst eine Nachricht bei meinem Verwalter. Ich muss jetzt weiter. Gehabt euch wohl. Okay. Ich habe den Dieb gefunden und die gestohlenen Kekse zurückbekommen. Der Keksdieb hat seine Beute übergeben. Ich sollte sie jetzt zur Anglinde Rübfold zurückbringen. Ja, wie gesagt, erstmal Ugdanhafen. Murmeln suchen. Wenn ich bin, nämlich langsam überfragt, wo wir Murmeln herkriegen könnten. Weil die Händler hier haben wir schon abgeklappert. Nach Murmeln. Also ich meinte Fuhrmannsheim, im Ugdanhafen sind wir ja bereits. Und nein, du hast nichts. Du hast natürlich nichts. Hier können wir nichts mehr kaufen. Betrunkene, die sich mit Bäumen streiten, helfen uns auch nicht wirklich. Ich glaube auch nicht, dass uns die zwielichtige Person hier helfen könnte. Aber ich glaube, mit der haben wir sogar auch schon gesprochen hier. Quano vielleicht. Der verkauft ja allen möglichen Tant. Vielleicht verkauft er auch eine gute Portion Murmeln. Stuttgart ist... Ja, weil hier gibt es einen Krämer, die Fischverkäuferin. Hier ist immer noch das Blut. Und viel mehr Händler gibt es hier ja leider nicht. Der Schmied von. So, Spitzhacke und nein. Hör mal ruhig weiter. Ja. Tretet näher.
Fische, Fische. Also Dana ist immer noch hier unterwegs. Fische. Günstig und gut ist Stromplatz. Nein, die hat nicht wirklich was mehr. Nachbar Zwiebel. Hey, nur gucken. Ja, was hast du? Rostige Nägel, Bärenfalle, Mausefalle. Okay, du hast leider auch keine Murmeln. Also, dann probieren wir es noch bei Kuano. Und wenn dann nicht, dann muss ich wirklich nachgucken, wo wir noch 6 Murmeln herkriegen. Weil da gehen mir langsam die Ideen aus. Okay, das macht es sehr, sehr einfach. Wir haben 6 Murmeln und wir brauchen nochmal 6. Das sind zwar teure Murmeln bei Kuano, aber sie sind vorrätig. Einbrecherjacke, nee, brauchen wir nicht. Gut. So. Das heißt, wenn wir das nächste Mal die Stadt verlassen, bevor wir irgendwo anders hingehen, geht es erst einmal zu den Trollen zurück, dass wir die umsiedeln. Aber ja, jetzt zurück in die Grafenstadt, den Keksdieb abgeben. Gibt es hier direkt einen Weg in die Grafenstadt? Bayersplatz, Ugdanhafen, das Osttor. Also gehen wir übers Osttor. Pferdchen, hi. So, Grafenstadt. Bin ich mal gespannt, was uns Unheimliches jetzt in der Nacht angreift. Ich nehme mal an, wir müssen erst die Quest machen, weil dadurch vergeht ein Tag, so gesehen, damit Arcorium hier im Archiv auftaucht. Sonst haben wir nämlich, glaube ich, keine Möglichkeit, diese Quest fortzuführen. Frischgebackener Keks, ja. Ein Beutel mit Keksen, die sehen nur... Achso, die sind aufeinander. Ein Beutel mit leckeren Keksen. Na gut, wahrscheinlich sind die Kekse... die auf den Boden gefallen sind, eh für nichts mehr gut. Ich meine, wer ist Kekse vom Boden? Da seid ihr ja endlich. Habt ihr den Dieb schon gefunden? Ja, das habe ich. Meine Kekse? Habt ihr die auch? Oder hatte der Dieb sie schon gegessen? Ja, ich bin noch rechtzeitig gekommen, bevor sie essen konnte. Hier habt ihr sie alle. Ach, Travia sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie ich euch für eure Mühe belohnen soll. Das ist nicht nötig. Ich habe gern geholfen. Ich würde euch ja gerne ein paar meiner Kekse anbieten. Aber dann wären wohl nicht mehr genug für meinen Mann da. Das versteht ihr sicherlich. Nehmt wenigstens dieses Rezept. Es stammt noch von meiner Urgroßmutter. Ich befürchte nur, es könnte schwierig werden, einige der Zutaten zu bekommen. Das macht nichts. Ich bin viel auf Reise. Da kann es durchaus passieren, dass sie mir über den Weg laufen. Abgesehen davon werde ich auch nicht unbedingt Zeit zum Backen haben. Ich muss mich jetzt sputen. Mein Mann wird jeden Moment von der Arbeit nach Hause kommen.
Eine Sache noch. Es hat den Anschein, dass ein Kobold bei dem Diebstahl seine Finger im Spiel hatte. Es ist allerdings unklar, ob er euch oder dem Dieb einen Streich spielen wollte. Ein Kobold? Eine schreckliche Vorstellung. Hoffentlich verschont er mich demnächst. Ich werde die Sache auf jeden Fall im Auge behalten. Lebt wohl. So, damit ist sie weg. Geschlossen. Der Keksdieb. Und ich habe hier noch was Rotes gesehen. Oder habe ich mich verguckt? Nö. Oder Orangenes.